Jo, moin und willkommen zurück. Hier ist Longaria mit Kapitel 8 hier aus der Questhilfe-Reihe für Blade and Soul. Ja, ich bin hier mittlerweile im vierten Akt und stehe jetzt gerade vor Kapitel 8. Dreckiges Mundwerk, ehrliche Haut. Ja, eigentlich wollten wir hier Jung Zhang fangen, aber leider war es ein Double von diesem, ja, zusammengebrochenen Do Kichun. Ja, und zur Überraschung war ja auch die Dorfoma gefangen. Naja, diese derbe Oma. Und wir sollen fix zurück ins Dorf zurück und mit der Oma quatschen. Also in Großernte. Und dies war ja Dor. Mal gucken. So, mein Naschwerk ist auch leer. Deswegen dieses kleine Rascheln. Aber es gibt ja eh gleich Mittag bei mir. Wie ihr unschwer an der Uhr erkennen könnt. Knapp eine Stunde habe ich noch. Das heißt, dieses Kapitel kriege ich noch durch. Und dann mal schauen. Also ich habe eigentlich genug wieder zusammen, um eine Woche wieder durchzukommen. Sind ja eh noch zwei in der Pipeline. Dann kommen diese 8 dazu. Passt. Muss ich bloß nächstes Wochenende, weiß nicht, Samstag oder Sonntag. Wie heißt die? Yang Yang Ling. Junge, Junge, Junge. Schütze. Sind die gleichen Klamotten an oder sind es andere? Nee, das ist irgendwie anders. Wer weiter aufnimmt? Ach nee, die war ja da. Die Oma, wo ist sie denn? Ah, da hinten ist sie wieder. Oh, die ist weg. Hat sie einen Weg gefunden? Ganz egal, was teuer es ist, das Zeug ist. Ja, hier bin ich, Oma. Was hat euch aufgehalten? Ist es euch nicht peinlich, von einer tattrigen alten Frau abgehängt zu werden? Ohoho. Da ihr so lange gebraucht habt, konnte ich Essen kochen. Bedient euch, das geht aufs Haus. Ihr könnt eine ordentliche Mahlzeit gebrauchen. Oh, danke schön. Aber ich möchte nichts. Ich nachher schon. Undankbares kleines Gör. Ich versuche, nett zu sein und das ist der Dank dafür. Habt ihr nun meine Informationen? Göre, wenn ihr es nochmal nicht wollt, dann bringt es der zahlenden Kundschaft. Sprecht dann mit dem Kellner. Er hat eure Information. Oh. Mann, ist die wieder gelaunt, ey. Was gibt's denn Schönes? Ah. Sind hier kleine Fäkels oder sind das? Sieht so komisch aus, ne? Fäkel am Spieß. Oder am Spießchen. Ich auch. Und wir haben nur noch Geld für etwas zu trinken. Ich könnte einen ganzen Eisenochsen verspeisen. Ja. Magen aus mir raus. Hey, das ist das hier nicht diese Schläger, der den Mann verdorben? Wir sind so hungrig. Bitte entschuldige, ich habe... Aber ihr wart nicht zu hören. Ah ja. Ihr habt also Oma gerettet, ja? Sie wirkt etwas grimmig, aber sie hat ein sanftes Herz. Also vielen Dank. Tja, gern geschehen. Ich weiß, ihr wolltet kein Essen, aber sagt Bescheid, wenn ich etwas für euch tun kann. Das könnt ihr. Habt ihr Jewel gesehen? Die Anführerin der Ja-Sager? Ja, sie brach hastig auf, nachdem sie das Gespräch eines Zoraxi belauscht hatte. Mhm. Viele Zoraxi sind Söldner. Dieser wurde angeheuert, eine junge Frau zu entführen, aber er wollte nicht und lehnte ab. Eine junge Frau? Ja, ziemlich seltsam. Als Jewel das hörte, war sie plötzlich hellwach und verschwand. Hoffentlich schnappt sie sich den Auftraggeber und schlägt ihm den Schädel ein. Vermutlich war es ein Lumang. Denen sähe das ähnlich. Hat sie gesagt, wo sie hinwoll? Nein, aber die Ja-Sager haben ein Lager beim Ausstatter vom Land. Der Ausstatter vom Land liegt im Osten. Ah, hoffentlich fährt ein Bus hin. Glück gehabt. Oh, da gibt es sogar eine Quest, die wir machen können. Also keine Tagesquest für hier, sondern eine blaue Begleitquest. Die werden wir auch annehmen. Ja, mal markieren. So, mich nicht vergesse auch mit reinzuschreiben. Ich glaube, in irgendwelchen Kapitel habe ich vergessen, wo eine mit drin war. Kann mal passieren, aber jetzt dazu suchen wird schwierig. Muss ich fast jede Folge durchschauen. So,
Deswegen geh ich mal kurz dahin. Vielleicht ist ja auch eine einfache Sache. Hier drüben. Ja, bin ja schon da. Oh, was du finden? Euch scheint der Kampf vertraut zu sein. Mein Mann ging zur Jagd und ließ mich mit all dieser blauen Farbe alleine. Hui. Habt ihr ihn gesehen? Hui. Blaue Farbe? Dafür hast du schöne grüne Augen. Wie heißt er? Er heißt Lo Yang und ist Färber, kein Krieger. Er wird da draußen noch umkommen. Wo ist er? Er und so ein bunter Haufen namens Banditenbeseitiger zogen zum Bestiensumpf, um Rache zu nehmen wegen der Zoraxie, die herumwüteten und unsere ganze kostbare Seide aufgefressen haben. Oh. Er ging zur Zoraxie-Basis, draußen im Bestiensumpf. Unterdessen sind wir Ausstatter vom Land den Horden da draußen praktisch schutzlos ausgeliefert. Ich muss arbeiten und kann hier nicht weg. Wenn ihr ihn im Bestiensumpf seht, schickt ihn zurück. Seid bitte unnachgiebig. Er hat für alles Ausreden. Okay. Sorgt dafür, dass er sofort nach Hause kommt. Ja, so. Im Bestiensumpf. Ach, da hinten. Muss ich garantiert auch hin, deswegen lasse ich die Quest. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit dieser Quest habe. Was ist denn hier schon wieder los? Kultist halt umgetragen. Sollte sich, wie gesagt, die gelbe Quest hier das Kapitel abschließen, bevor ich die blaue fertig habe. Vielleicht das natürlich. Die blaue zuerst fertig machen. Was ist denn hier los? Weg da. Wäre Jewel hier, würde sie es euch zeigen. Ja, echt? Ich kann es mit euch nicht aufnehmen. Doch wartet nur, bis Jewel zurückkehrt. Wo finde ich sie? Warum sollte ich euch das sagen? Was wollt ihr von ihr? Sagt es mir, oder ich zeig's euch. Was? Okay, schon gut. Ich sag euch, was ihr wissen wollt. Jewel ist gerade gegangen. Sie hatte es eilig. Sie hat nicht gesagt, wohin sie wollte. Aber sie hatte eine Karte vom Bestiensumpf bei sich. Sie ist bestimmt dort. Tja. Ja, dann passt das doch. Bestiensumpf. Kann ich da hinporten? Passt sogar. Guck mal, genau da will ich doch hin. Ach ja, ich wollte ja einen Wortwitz machen. Bin ich schon? Mal gucken, wer den hier gerafft hat. Ha, 20 Minuten noch. Okay, 15. So. Beseitigt die Banditen aus dem Bestiensumpf, sonst schaffen wir es nicht. Hey, ho! Oder sollte ich Hallo sagen? Hallo reicht. Das ist nur Kriegerhumor. Was gibt es Besseres als Krieger, die über Krieg sprechen? Eure Frau schickt mich. Ach, die alte Nervensäge. Su-Won ist also besorgt? Sie weiß nichts vom Weg der Krieger, so wie wir. Was? Immer voller Sorgen. Mach es so! Nein, mach es anders! Su-Won verlangt nach eurer Gegenwart. Bei den Ausstattern vom Land. Als neuer Vizehauptmann kann ich leider nicht selbst gehen, da ich viel zu wichtig und missionsentscheidend bin. Sagt ihr das bitte. Ja, okay. Sobald die Beseitiger diese Bestien beseitigt haben, komme ich zurück. Ich suche gerade Rekruten. Vielleicht könnt ihr helfen. Ich werde helfen. Ach, deswegen heißen die Beseitiger. Ah, auch interessant. So wie Angreifer angreifen. Ja, so muss das sein. Wir rotten das Ungeziefer aus, bis alle tot sind. Seid ihr bereit? Ja. Ich habe eine wichtige Mission. Ein Verräter bei den Banditen aus dem Bestiensumpf will ein Treffen. Lest diesen Brief und findet ihn. Okay. Ihr habt einen neuen Questgegenstand erhalten. Was ist eigentlich so schlimm an diesem großen, bösen Zoraxie-Banditen-Boss? Ich bin nur zu beschäftigt, um mich selbst darum zu kümmern. Gut, das ist natürlich, die machen wir nicht. Aber wir haben jetzt einen Questgegenstand bekommen. Liebe im Blau, öffnet das Inventar und lest die Nachricht des Informanten. Okay, machen wir mal. Ich kann euch helfen, die Banditen zu schnappen. Klingt wie eine Blechdose. Gemeinsam mit meiner wahren Liebe, Aromi, wanderte ich durch den Wald. Wir fühlten uns, Quark, unbeschwert und glücklich. Da kam das Monster brennende Zunge und fraß meine Liebste vor meinen Quark.
Sein Bruder Kalte Zunge sah lachend zu. Da rannte ich um mein Leben. Bitte, helft mir, meine Liebste zu rächen. Trefft euch mit mir im Bestiensumpf und werft mir als Erkennungszeichen eine Kusshand zu. Oh je. Das ist sehr wichtig. Ja, okay. Liegt ja auf dem Weg. Irgendwo hier um der Ecke. Arg. Was ist das Ding? Sprecht mit Murai im Bässchensumpf. Eure Kusshand hat mich an meine Liebste, Aromi, erinnert. Hab Dank. Kommen wir nun zur Sache. Der Quarkführer der Banditen des Bestiensumpfs ist Bailey. Er ist niemals ohne seine Wachen, Kalte Zunge und Brennende Zunge. Sie haben mein Leben zerstört. Dafür sollen sie büß quaken. Recht, meine Liebste. Hm. Ja, und da findet schon der Event statt, aber der liegt so schnell. Huch. Irgendwo hier drinnen, glaube ich, war es. Oder da oben. Ich weiß es gar nicht mehr, wo das war. Das Ding wird da belagert. Was war zuletzt, wo ich da mal oben war? Mit meiner Kröte. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Mehr. Ihr habt den Spion getroffen? Ja. Gute Arbeit. Hat er etwas über den Boss erzählt? Der Name des Anführers lautet Bailey. Bailey, was? Das muss der Riese tief im Bestiensumpf sein. Es ist ein übler Gegner, der diese Woche schon einige Beseitiger umbrachte. Warum erledigen wir Bailey und sein Gefolge nicht auf einen Schlag? Ich suche Männer für die Mission und gebe euch dann Bescheid. Alles Feiglinge, was ist eigentlich so schlimm an diesem großen, bösen Zoraxi-Banditenboss? Ich bin nur zu beschäftigt, um mich selbst darum zu kümmern. Ja. Das ist sehr wichtig. Also im Grunde haben wir damit eigentlich, wie gesagt, die Daily-Quest richtig freigeschalten. So, und jetzt kümmern wir uns mal fix um unsere Angelegenheiten hier. Irgendwo da hinten. Was muss ich eigentlich machen? Findet Juwohl im Bestiensumpf. Oh, Junge, die ganzen Cookie hier. Ich sehe es aber nicht. Aua! Erstmal einstecken, ne? Und dann austeilen. Ne, hier sind nicht. Bällchen, ne? Findet da Jen. Ist, oh, was macht die denn hier? Ach, da ist sie ja. Gefangene da Jen. Ihr kommt wirklich immer zur rechten Zeit. Was ist geschehen? Ich war unterwegs Blumen pflücken mit meinem Freund Jin Po. Eigentlich ist er ganz okay. Nur manchmal dreht er ein bisschen durch. Ja, habe ich gesehen. Auf jeden Fall wurde ich von den Zoraxi überfallen und sie schleppten mich in den Bestiensumpf. Da kam Yun Zhang, sah mich an und sagte, nein, das ist nicht mein Vögelchen. Und dann ging er wieder weg. Wen hat er denn gesucht? Keine Ahnung. Vielleicht ein Mädchen, das mir ähnlich sieht. Uns haben die Zoraxi dann freigelassen. Wohin ist Yun Zhang gegangen? Lasst mich nachdenken. Ah ja, er ist da lang. Ich glaube, ich habe Kampflärm gehört. Gab wohl Ärger. Ihr solltet nach Hause gehen. Ja, danke. Hier fühle ich mich ohnehin nicht wohl. Ich sorge dafür, dass wir alle sicher nach Hause kommen. Macht das. Findet ihr wohl im Bestiensumpf. Da muss ich nicht rein. Keine Ahnung, was für eine Instanz so verliestert ist. Wahrscheinlich noch ein Überbleibsel von irgendwas. Was?
Was war das jetzt hier? Yun verschwindet. Woher kennt ihr Yun Sang? Das ist persönlich. Warum sollte ich es euch erzählen? Geht jetzt. Ihr könnt ihn noch einholen. Ich... Meine Wunden. Es brennt. Was ist los? Ich bin vergiftet. Die Banditen vom Bestiensumpf. Gibt es ein Gegenmittel? Yun Sang meinte noch, die Speerkämpfer der Banditen tragen das Gegenmittel immer bei sich. Für den Fall, dass es sie selbst erwischt. Aber ich denke nicht, dass ich sie erledigen kann. Ich werde das Gegenmittel finden. Danke. Ihr seid ja tatsächlich mal eine echte Hilfe. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Trotz des Ärgers, den ihr mir in den Aschweiten gemacht habt. Tja. Besorgt mir das Gegengift und ich erzähle euch von Yun Sang. Meine Energie reicht für das Windwandeln zum Ausstatter vom Land. Dort treffen wir uns. Okay, dann bis gleich. Eine Feldquest hat begonnen. Ja, Option 1. Boss besiegt den Anführer der Zoraxi-Banditen und besorgt das Gegenmittel. Option 2. Besiegt die Anwärter der Speerkämpfer und der Kanonierer und besorgt das Gegenmittel. Boah, pff, ja. Nee. Ha. Zur Unterkunft der Yahasaga zurück. Zum Seatkin. Genau, Ausstatter vom Land. Da müssen wir wieder zurück. Windwandeln abgebrochen. Achso, ich dachte, ich habe mir verguckt. Das dauert wie eine fertige Quest da. Jetzt aber. Na. So großflächig hier alles, ey. Jewel, wacht auf! Bitte! Braucht das Gegenmittel. In der Teekanne. Jewel, wacht auf! Bitte! Hier, mit der Schnabeltasse. Oh, Wunder! Den Himmel sei Dank! Wo bin ich? Ja. Beim Ausstatter vom Land. Ich spreche mit Jewel. Ich bin beim Ausstatter vom Land? Ich erinnere mich nur noch an... Oh, ihr seid das. Bei jeder Katastrophe seid ihr nicht weit. Ich verdanke euch wohl mein Leben. Gebt mir Informationen über Yun Sang. Und wir sind quitt. Ach ja, ihr habt mich gerettet, damit ich euch von Yun Sang erzähle. Nun, ihr macht keine halben Sachen. Yun Sang und ich, wir kennen uns schon länger. Aha. Wir waren uns sehr ähnlich, Yun Sang und ich. Geborene Anführer, zwei der besten Krieger des Reiches. Und wir hatten kein Verständnis für dumme Vorschriften. Wir waren, oder sind es vielleicht noch, sehr verliebt. Aber trotz allem hat er mir seine Tochter verschwiegen. Mistkerl. All sein poetischer Unsinn. Und dabei hat er eine Tochter, vielleicht sogar ein anderes Leben. All diese Lügen. Warum? Warum hat er geglaubt, es würde mich interessieren? Vielleicht hat es ja einen Grund. Aber ich konnte mich nicht zwischen einen Vater und seine Tochter stellen. In meinem Zorn wollte ich die Lumang aus den Ascheweiten vertreiben. Ich habe wohl mein Auge für Gefahr verloren. Und dann verliert er sie auch noch. Und entführt junge Frauen, um sie zu finden. Armer Teufel. Yun war es, seine Tochter. Er hat sie adoptiert.
Yunua war seine Tochter? Dann... Nein, zweimal hat er mich dem Tod überlassen. Ich will ihn erledigt. Das ist alles so. Ich brauche etwas Zeit. Ja. Ich würde euch Glück wünschen, aber irgendwie ich hoffe ich... Ich gehe mit euch. Er tötet euch. Die Zeit hast ich du, auch. Denn ich werde auch erstmal essen gehen. So, denn das war jetzt hier Kapitel 8 und ja, hier geht's bald weiter mit Kapitel 9, der König der Diebe. Aber es ist nicht Robin Hood. Ich sage danke schon mal hier an der Stelle fürs Reinschauen und Zuschauen und eventuell für die ganzen Follows. Und ja, wir sehen uns bald wieder hier, wenn's weitergeht. In diesem Sinne, Mahlzeit, schönen Tag noch, schönen Abend oder gute Nacht und bis bald.